Wir erleben bekanntlich seit der Meldung von Pfizer über den Impfstoff, diese hochgradige Wirksamkeit, die hier vermeldet wurde, eine massive Rotation in sogenannte Value-Aktien. Man erträumt sich hier eine Wirtschaftserholung, wenn diese Corona-Krise mal vorbei sein sollte, die schon ein bisschen wundersam ist. Ich hatte den Spruch von Karl Kraus schon mal erwähnt, der Sex hält nie das, was die Ona nie verspricht. Und so ist es wahrscheinlich jetzt auch an den Märkten. Man erträumt sich eine Zukunft, vor allem für jene Unternehmen, die vorher eigentlich schon schlecht aufgestellt waren, die schon vor der Corona-Krise irgendwo Bremsspuren hatten, nicht gut gelaufen sind, die völlig irreal ist, und die Irrealität wird derzeit an den Märkten abgebildet. Schauen wir uns die einzelnen Dinge einmal an, zum Beispiel eben diese Small Caps, in denen vorwiegend ja solche Value-Werte sind. Value ist alles, was nicht Growth ist, könnte man sagen, alles, was nicht Wachstum ist und mit modernster Technologie zu tun hat. Erstens, diese Small Caps sind extrem hoch gehebelt, wie Lance Roberts hier zeigt. Sie sind extrem abhängig von der heimischen Wirtschaft hier in den USA vor allem, und sie sind schon vor der Corona-Krise absolut überbewertet gewesen. Ungefähr jedes zweite Unternehmen macht keinen Gewinn, macht Verluste, und jetzt sind Bewertungen hier der Fall, die sind schon absurd, KGV von 35 durchschnittlich. Kurz bevor diese massive Rotation begann, jetzt sind wir wahrscheinlich schon JWD, was die Erwartungen betrifft. Also da ist eine Menge Fantasie im Spiel, und diese Fantasie wird so nicht passieren, aber sie wird eben derzeit gespielt. Wir haben jetzt zum Beispiel im Energiesektor, das ist so ein Bereich, der hier herausragt, so muss es heißen, der zuletzt, der so immens gut gelaufen ist, immer Kursgewinne 6-7% fast pro Tag, heute leichte Rücksetzer überhaupt in diesen Sektoren, die zuletzt ja so gut gelaufen sind. 52% der globalen Energiewerte handeln jetzt über dem 70er Wert beim RSI, beim Relative Stärke Index. Das hatten wir zuletzt vor 15 Jahren, und es gibt ja schon Gründe, warum jetzt in den, oder hatten wir zuletzt vor 15 Jahren, es gibt ja Gründe, warum diese Werte schon vor der Corona-Krise nicht so bombig gelaufen sind, in der Corona-Krise dann umso schlechter, aber man erträumt sich jetzt eben diese Zukunft, gerade dieser Energiewerte. Und diese Zukunft ist sehr wahrscheinlich nicht der Fall, aber wird eben jetzt gespielt, weil die Herde ins Laufen gekommen ist, und da gibt es dann scheinbar kein Halten mehr. Hier sehen wir, dass die Analysten der Wall Street da absolut mitspielen in diesem Konzert der Euphorie. Man hebt die Erwartungen für die Unternehmen massiv an. Das ist noch mehr, als die Erwartungen gesenkt wurden, als die Corona-Krise hereinbrach. Also die Welt wird dann besser dastehen als vor der Corona-Krise. So ist die offenkundige Logik. Ob die eintritt, sei mal dahingestellt. Die Euphorie, wie gesagt, die ist sehr, sehr groß. Michael Santoli von CNBC hat jetzt mal ein Interview gemacht oder eine Umfrage gemacht und hat gefragt, ja, wann glaubt ihr, ist der Dow Jones das nächste Mal unter 30.000 Punkten? Inzwischen wissen wir es heute wieder unter die 30.000-Punkte-Marke gefallen, aber das war gestern nach Börsenschluss. Und da sagten 12% nie wieder, also das wird nie wieder passieren. Morgen sagten, also praktisch dann heute, sie meinten heute 35%, vor dem Jahresende 47% und irgendwann in einer ganz, ganz fernen Zukunft sagen 6%, und Michael Santoli weist darauf hin, dass praktisch ein Fünftel, knapp ein Fünftel der Befragten also davon ausgeht, dass der Dow Jones keinen Rücksetzer mehr macht von 0,15% vom gestrigen Schlusskursniveau. Das zeigt so ein bisschen, was hier der Fall ist. Wir sehen, dass die Märkte extrem teuer sind, dass also da ein Wunder schon eingepreist ist. Wir haben jetzt bei der Valuation, also bei der Bewertung, die Marktkapitalisierung in Relation zum Umsatz der Unternehmen, haben wir jetzt einen Faktor von 2,69. Das liegt 14% über dem höchsten Punkt, den wir in der Dotcom-Blase erlebt haben im März 2000. Also wir sehen, so ganz günstig ist es nicht. Und wenn jetzt die Zukunft nicht ganz so rosig wird, wie sie eigentlich schon längst eingepreist ist, dann wird das Ganze umso schwieriger. Aber niemand ist short, niemand ist skeptisch. Short-Volumina extrem gering beim S&P 500, bei den Aktien des S&P 500. Und hier Put-Call-Ratio jetzt unter die 0,4 gefallen. Das heißt, da sieht niemand das Bedürfnis nach irgendeiner Absicherung. Normalerweise sind das ja kontraindikatorische Signale, die hier davon ausgehen. Und wir sehen ein massives Auseinanderklaffen zwischen
dem Verbrauchervertrauen, Conference Board oder Uni Michigan auf der einen Seite und dem S&P 500. Und normalerweise sind die so ziemlich parallel gelaufen in den letzten Jahren, eigentlich seit der Finanzkrise. Jetzt sehen wir, dass das Verbrauchervertrauen abgestürzt ist, hat sich dann leicht erholt, ist jetzt aber wieder im Sinkflug, während die Aktienmärkte weiter steigen. Und es sind besonders die Republikaner. Hier sehen Sie die obere Kurve, die hier steil abfährt, das ist das Verbrauchervertrauen der Republikaner. Die haben jetzt schlechte Laune. Das war ähnlich 2016 bei den Demokraten so, als Clinton für sie selbst überraschend verloren hatte gegen Donald Trump. Jetzt sind die Republikaner depressiv und die Demokraten, die vorher lange depressiv waren, die werden jetzt optimistischer in dieser Situation und die Märkte sind optimistisch, weil man sich sagt, ja, guckst du, Saisonalität, hier mal die Entwicklungen der letzten Jahre, dann haben wir durchschnittlich in der Woche nach Thanksgiving einen Kursgewinn von 0,24%, nicht so wahnsinnig viel, aber in einem Monat ist es dann schon fast 2% und in drei Monaten sieht das noch besser aus, sogar 6,3%. Also diese günstige Saisonalität, die sorgt noch dafür, dass die Leute sich überhaupt keine Sorgen machen und sagen, Mensch, jetzt haben wir die Vaccine, jetzt ist doch alles irgendwie erledigt. Auch Trump hat ja mehr oder weniger klar zu erkennen gegeben, dass er verloren hat, dass er diese Machtübergabe jetzt gestattet hat, dass er das zugelassen hat. Wo sollen also Risiken sein, so sagt man sich. Und dementsprechend sind alle dann auf den Zug aufgesprungen, auch die Hedgefonds, die lange so ein bisschen gezögert hatten, als die Märkte schon stiegen. Da war man sich nicht so sicher nach dem Tief vom 23. März. Da war man erst skeptisch, aber musste dann eben jetzt mit. Und jetzt hat man die Positionierung so stark erhöht wie zuletzt im Jahr 2018. Und die Euphorie hier von der Scotia Bank gemessen, Panic Euphoria Indicator, ist jetzt so hoch wie im Januar und Anfang Februar des Jahres 2020. Also nicht unerheblich. Und auf der anderen Seite diese Euphorie an der Wall Street, dieser Optimismus an der Wall Street, aber faktisch geht es jetzt den Amerikanern so schlecht wie seit Beginn der Pandemie nicht, denn es sind mehr Amerikaner hungrig als an irgendeinem Punkt, an irgendeinem Zeitpunkt der Corona-Krise zuvor. Jetzt geht es nämlich wirklich ans Eingemachte, denn jetzt laufen diese Programme bald aus, diese Schutzprogramme, die Schecks sind ja ohnehin nicht mehr gekommen seit August. Also es wird jetzt deutlich schwieriger. Die Differenz zwischen Wall Street und Main Street, die wird immer krasser, die wird immer extremer. Und wir sehen auch in den Konjunkturdaten so langsam, am Arbeitsmarkt vor allem, dass die Dinge schlechter werden. Wir haben jetzt wieder mal einen Anstieg gesehen, der Jobless Claims, also der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, 778.000, letzte Woche 748.000, die Woche davor 711.000. Also wir haben jetzt wieder einen Aufwärtstrend, könnte man sagen. Und das wird nochmal bestätigt durch heutige Meldungen, etwa General Electric. Die wollen jetzt überwiegend im Bereich Aviation Leute entlassen. Und IBM hat heute mitgeteilt, dass man 20%, also jeden fünften seiner europäischen Mitarbeiter, entlassen wird oder seine Mitarbeiter in Europa genauer gesagt. Also wir sehen, da sind Industriejobs praktisch wieder auf der Kippe. Und diejenigen, die sagen, es kann nur nach oben gehen, die sollten vielleicht mal diese Grafik sich anschauen. Das ist nämlich die Liquidität, die im US-Bankensystem ist. Und wir haben es das erste Mal, dass im Vergleich zu vor 6 Monaten diese Liquidität geringer geworden ist. Es ist das erste Mal, dass wir eine Veränderung, eine negative Veränderung haben seit dem Jahr 2011. Also da scheint sich irgendwas abzuspielen in den Banken. Die Liquidität ist nicht mehr so da und das ist ja eigentlich ein Faktor, der natürlich durchaus auch ein Grund war, dass die Märkte mit Liquidität geflutet waren. Und wenn wir jetzt nochmal zu Gold zum Beispiel kommen, das ja schwer gelitten hat aufgrund dieses Impfstoffoptimismus, dann sehen wir, dass wir schon sehr, sehr stark überverkauft sind auf der einen Seite, dass die Stimmung extrem negativ auf der anderen Seite ist. Und wenn wir uns hier mal diese Grafik unten anschauen, dann fehlt nicht mehr viel, bis wir da ein saftiges Kaufsignal bekommen. Der Preis kann auch weiter fallen, aber da ist das nächste Kaufsignal nicht mehr fern. Anders als vielleicht bei Tesla, die ja aufgenommen werden am 21. Dezember in den S&P 500. Da sind jetzt die Shorties komplett rausgegangen. Wir haben jetzt nur noch ungefähr 6% der Aktien, die von Short-Sellern gehalten werden. Das waren mal deutlich mehr. Das waren mal sogar über 60%. Also die sind jetzt alle verbrannt. Hier heute die Meldung auch in Sachen Tesla, vielleicht interessant, dass China sich sehr genau anschauen wird, jetzt Elektronikfahrzeuge
Andere Aktien aus diesem Bereich sind da schon stark gefallen. Auch Tesla heute leicht rückläufig, aber man ist irgendwie immun, wie es aussieht. Und jetzt hier in Sachen Corona, jetzt diese Beschlüsse der Bundesregierung in Zusammenarbeit mit den Ministerpräsidenten. Da gibt es schon erste Punkte, Hotspot-Richtwerte. Man wird das Feiern auf öffentlichen Plätzen an Silvester mit Feuerwerk verbieten etc. Und Merkel hat heute einen interessanten Satz gesagt. Die hat gesagt, es wird nicht möglich sein, auf gegenwärtigem Niveau die Hilfen beizubehalten durch den ganzen Winter für die betroffenen Branchen. Das ist mal eine Ansage, die nachdenklich stimmen sollte, denn eines scheint klar, bis Silvester wird wahrscheinlich auch oder ziemlich sicher der Restaurantbetrieb, Hotels etc., diese Touristik, all diese Dinge werden bis dahin überhaupt kein Land mehr sehen, vielleicht sogar bis zum Frühling, wer weiß es schon. Also, das ist jetzt die Perspektive, auch in den USA übrigens ja heute oder gestern die meisten Toten, heute in New York das erste Mal wieder mit einer Zahl von über 6000 Infizierungen oder Infizierten. Das sind so die Perspektiven. Vielleicht ist es der Glaube der Märkte, dass die Corona-Krise jetzt eigentlich schon abgehakt ist, eigentlich schon vorbei ist und dass hier die Korrektur dann nochmal kommt, wenn zumindest dieser Glaube nochmal in Frage gestellt wird, ob dem wirklich so ist. Wir werden sehen. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und morgen ist ja US-Feiertag und in der Regel passiert da nicht so viel und ich glaube, morgen hat sich jemand angekündigt, hier für mich dieses Video zu machen. Da wird es gar nicht um Börse gehen, sondern wahrscheinlich um etwas anderes. Meine Damen und Herren, schauen Sie da morgen Abend im Marktgeflüster mal rein mit einem Thema, das mit Börse fast gar nichts zu tun hat. Gell? Schauen Sie mal rein. Bis dann. Servus. Ciao.